Hallo meine lieben Hundefreunde, heute möchte ich euch über die Rasse des Riesenschnauzers etwas erzählen. Und zwar nicht das, was ihr sonst in den Rassebeschreibungen mitbekommt, das könnt ihr euch selber erarbeiten, sondern wirklich, was bedeuten die Wesensmerkmale, die zum Beispiel bei Wikipedia angegeben sind für den Riesenschnauzer? Wie ist es, mit einem Riesenschnauzer zusammenzuleben? Wie ist es in der Kinder-Jugendphase, diesen Hund aufzuziehen? Und ja, ich werde auch einige Geschichten erzählen, werde Videomaterial und auch Fotos einblenden im Hintergrund, wenn ich das alles hinkriege mit dem Editing. Ja, und werde einfach ein bisschen erzählen. Also ich bin hundeerfahren gewesen, bevor ich meinen Riesenschnauzer bekommen habe. Ich hatte vorher einen Rauer Dackel und einen Boxer Ridgeback Mix. Und ich habe auch Pflegehunde gehabt davor. Also ich bin jetzt nicht unerfahren und meine Boxer Ridgeback Hündin war kein einfacher Hund. Sie war eher ein auf der schwierigeren Seite. Und da wir einen Bekannten haben, der auch einen Riesenschnauzer hat, daher kann ich euch erzählen von zwei Riesenschnauzern, denn ich kenne zwei. Den haben wir kennengelernt und haben gedacht, ja, das könnte was für uns sein. Und dann haben wir uns für den Riesenschnauzer entschlossen. Dazu muss ich sagen, also der Riesenschnauzer ist wirklich absolut kein Anfängerhund. Wenn ihr einfach nur das Bild seht und vielleicht findet ihr den ganz toll und ihr seht vielleicht, wie ich mit dem Riesenschnauzer trainiere und es ist ja alles so einfach. Es ist kein einfacher Hund. Er gilt als hartführig. Es gibt leichtführige Hunde und es gibt hartführige Hunde und das ist unter der Kategorie hartführig. Es gibt noch einige andere Hunderassen, die sind auch hartführig. Dazu komme ich auch. Was das eigentlich bedeutet. Also erstmal das erste Jahr. Man sagt immer, dass wenn man sich den Welpen holt und es ist ein Riesenschnauzer, dann ist es ein bisschen wie ein Tyrannosaurus Rex, den man hat. Also der zerstört, der beißt überall rein, hatte ich gelesen und alles. Aber das muss ich sagen, das ist nicht so der Fall gewesen. Jedenfalls nicht bei uns. Und ich weiß, dass der andere Riesenschnauzer auch kein Kaputtmacher war. Was der Fall war, ist, dass er als Welpe aus 5 Meter Entfernung schon mit dem Schnabel offen auf uns losgerannt kam. Aber da es aus 5 Meter Entfernung war und er wirklich langsam als Welpe war, konnte man sich einfach ein Spielzeug greifen und ihn ins Maul stopfen, bevor er zu einem angerannt kam. Er kam wirklich aus 5 Meter Entfernung. Man konnte genau sehen, was er wollte, die Intention in uns reinbeißen. Und wir haben das einfach immer in ein Spielzeug umgedreht. Hier, beißt in das Spielzeug rein. Hat super geklappt. Dieser Hund hat mir ehrlich gesagt nichts kaputt gemacht. Ich habe allerdings auch darauf geachtet. Ich habe kein Boxentraining mit diesem Hund gemacht, aber er hat mir absolut nichts kaputt gemacht. Kann ich nicht sagen. Klar hat er mal in ein Stuhlbein versucht reinzubeißen, habe ich mal gesagt nein und habe ihm Spielzeug gegeben und das war's. Das war nicht schwierig. Was auch nicht schwierig war, ist ihn zum Arbeiten zu ermutigen, schon als er klein war. Er hat unglaublich gerne gearbeitet und Dinge getan und auch richtig gut getan. Also Kommandos befolgen. Er hatte richtig Spaß dran, schon als Welpe zu arbeiten. Und das habe ich natürlich auch ausgenutzt und mit ihm ganz, ganz viel gemacht. Dann kam das Teenageralter mit den Hormonen und das ist ja auch ein Rüde. Und dazu muss ich sagen, also die Teenagerphase war schwierig. Da hatte er wirklich so ziemlich alles vergessen. Grundkommandos, Rückruf, alle möglichen Dinge und er war wirklich in seinem Schwall von Hormonen und hat auch nicht mehr reagiert auf Kommandos oder auf den Rückruf. Obwohl er, dazu muss man auch sagen, wirklich Spätentwickler war. Also er hat mit 12 Monaten wirklich erst sein Bein gehoben und war auch bis 12 Monate, glaube ich, überhaupt nicht interessiert, nicht mal an heißen Hündinnen. Er hat mit denen gespielt und gut war. Dann wurde er schwierig. Er hat Konkurrenten wirklich angeknurrt, angebellt. War eine schwierige Kiste und dann habe ich mich auch entschlossen, ihn zu kastrieren. Den anderen Riesenschnauzer, mit dem wir befreundet sind, ist nicht kastriert und er ist auch ein Rüde und die kommen übrigens
sehr gut miteinander klar. Also Louis war schon dabei, als Sam abgeholt wurde. Also er war dabei. Mein eigener Riesenschnauzer wiegt 40 Kilo, ist 72 Zentimeter hoch. Das ist wirklich eine Hausnummer. Und was der für eine Kraft entwickeln kann, ist unglaublich. Louis, der schwarze Riesenschnauzer, ist auch 72 cm hoch, aber wiegt 50 Kilo. Und das kommt einfach dadurch, sie haben ein bisschen einen unterschiedlichen Körper. Also Sam ist hoch, sehr schlank, sehr sportlich gebaut. Und der Schwarze, der Louis, der hat einen sehr großen Brustkorb und auch einen viel dickeren Hals. Also wir haben mal abgemessen, Sams Halsmaße sind 48 cm und Louis hat 57. Also das ist wirklich enorm. Und das merkt man auch beim Bellen. Der Schwarze, der Louis, der hat ein unglaublich tiefes und lautes Bellen. Nicht, dass mein Riesenschnauzer nicht laut auch wäre. Er kam aus einer sehr guten Zucht, mein Riesenschnauzer. Trotzdem, er kannte so ziemlich gar nichts. Also wir konnten, als er Welpe war, kaum einen Film gucken, weil man merkt gar nicht, wie viele Hunde zum Beispiel im Hintergrund in einem Film einfach mal bellen oder Geräusche machen. Und er hat jedes Mal darauf reagiert. Er hat überhaupt auf alles reagiert. 5 Uhr morgens bin ich mit dem Pipi gegangen und habe gedacht, ha, da treffen wir nichts, da sind keine Geräusche, gar nichts. Und es ist erstaunlich, wie viele Geräusche um 5 Uhr morgens sind. Da wird ein Fenster zugemacht, ein Rouladen wird hoch oder runter gemacht, ein Vogel zwitschert. Also es wurde absolut alles angebellt. Und das war wirklich schwierig in den Griff zu kriegen und ihn da auch wirklich sozialisieren. Er ist immer ein bellfreudiger Hund geblieben. Und in der Rassebeschreibung steht, dass es keine bellfreudigen Hunde sind. Louis, der andere Riesenschnauzer, meldet sich schon mal, aber ist ein ruhiger Hund, kein bellfreudiger Hund. Allerdings mein Individuum, und da muss man wirklich auch gucken, dieses Individuum, was ich habe, ist ein extrem bellfreudiger Hund. Und das ist auch aber seine Art der Kommunikation. Das heißt, er kommuniziert alles übers Bellen. Sam ist kein Hund, der einen anderen Hund zurechtweist, jemals. Er bellt ihn an. Wenn er freudig ist, bellt er. Wenn er aufpasst, bellt er. Wenn er sauer ist oder genervt, bellt er. Es ist ein bellfreudiger Hund. Und ja, das konnte man eindämmen, aber ganz weg kriegt man das einfach nicht, weil das ist seine Art der Kommunikation. Jetzt will ich auf die Sachen gehen, die bei Wikipedia über das Temperament stehen. Es sind kraftvolle Hunde und das stimmt. Überschätzt das nicht. Das ist wirklich eine Hausnummer. Wenn der in die Leine geht oder irgendwo hin will und sie haben einen sehr starken Willen, dann tun sie das auch. Also ich hatte nachgelesen in einem Buch, der Schnauzer tut ein Kommando für sich, ein Kommando für dich und beim dritten Mal hört er schon nicht mehr. Und das kann ich auch wirklich bestätigen. Also Rückruf, er möchte irgendwo ganz dringend hin, sagen wir ans Wasser. Ich rufe ihn einmal zurück und er kommt voll Freude. Er will nochmal dahin. Ich rufe ihn das zweite Mal zurück und er kommt mir zuliebe. Aber beim dritten Mal weiß ich schon, es wird nicht funktionieren, denn er wird seinen Willen durchsetzen und dahin rennen. Und das ist schwierig, weil ein Riesenschnauzer immer mitdenkt, bei allem. Er wird immer eine Meinung haben und er wird immer mitdenken. Und so ist es einfach auch. Intelligent kann ich nur sagen, er ist wirklich intelligent. Er hat viele Dinge herausgefunden. Er hat auch herausgefunden, wie man eine Tür öffnet. Das ging ganz schnell. Kommandos lernen, irgendwelche Dinge lernen oder auch Zusammenhänge. Dann haben wir die Leute gesagt, sie sollen nicht die Türklingel benutzen, sondern zum Beispiel uns anrufen. Und in kürzester Zeit verknüpft er dein Telefon, Klingelton, mit jemand kommt. Und zwar von allen von uns. Also wir sind regelmäßig am Klingeltönen wechseln, damit er
nicht so viel bellt. Und ja, auch das habe ich eingedämmt und kann ihm sagen, vielen Dank, reicht. Aber es ist trotzdem immer ein Thema. Sie sind nett. Und das ist wieder so eine Charakterbeschreibung, wo man denkt, was ist damit gemeint? Sie sind nett. Ich hatte in einem anderen, in einer anderen Rassebeschreibung gelesen, sie sind herzensgut. Und das stimmt wirklich. Also beide Riesenschnauzer sind von Herzen gute Hunde. Sie sind keine hinterhältigen Hunde, keine, die dir was antun möchten oder irgendetwas, sondern sie sind wirklich herzensgut. In dem Sinne, jedenfalls die Individuen, die ich kenne, würden nie einen Opferhund oder einen ängstlichen Hund draufgehen oder den fertig machen. Im Gegenteil, mein Individuum rennt hin und da musste ich viel Beobachtung machen, was er denn da eigentlich macht, weil ich habe es erstmal nicht verstanden. Er verteidigt das Opfer, egal wer es ist und egal gegen wen. Mein Hund mag keinen Streit und er wird immer schlichten und zwar auf der Seite vom Opfer, nie auf der Seite von dem Aggressor, dass er jetzt Mitmacher ist, sondern er ist wirklich gutherzig. Oder wir hatten Begebenheiten, wo er Teenager war und so schnell kann man manchmal gar nicht gucken, kam er ein Kind angerannt, ein vielleicht 6-7-jähriges Mädchen und macht Bup auf seiner Nase und sagt, na du. Und dann standen wir erstmal ganz entgeistert da, ich habe keine kleineren Kinder mehr, ich habe schon Teenagerkinder und daher erkennt das nicht. Wir haben uns beide angeguckt und also er war immer lieb zu anderen Tieren, zu Welpen, zu anderen Hunden, die er wirklich, also wo er wirklich Nase zu Nase begegnet, zu Menschen. Also es ist einfach, ja, sie sind nett, sie sind wirklich nett. Auch wenn die raue Schale, und das ist es halt manchmal, die haben eine raue Schale. Es sieht manchmal so aus und es macht manchmal den Eindruck, als wenn sie sehr rau sind und sehr hart sind, aber sie sind innen drinnen butterweich. Und das ist auch die Schwierigkeit in der Erziehung. Man muss streng sein, aber sie sind sehr sensibel und nehmen sich Sachen sehr, sehr, sehr zu Herzen. Und deswegen muss man auf der anderen Seite wieder sehr weich sein. Also durchsetzen, konsequent und manchmal auch hart und lauter werden, um die Sachen durchzusetzen, denn sie haben einen Dickkopf, aber auf der anderen Seite auch weich und sie sind, also ich kenne meinen Sam, der ist absoluter Kuschelfreund, der würde sich am liebsten in meinen Schoß legen, er liegt dann nur mit dem Kopf am Schoß, weil mehr passt halt nicht rein, aber er ist der absolute Kuschelhund und ich weiß, dass Louis auch ein herzensguter Hund und wird auch gerne gekuschelt. Sie sind loyal, das absolut. Sie sind übrigens ein Mannhunde. Das bedeutet, sie binden sich. Nach einem Jahr wählen sie sich jemanden, an den sie sich binden. Und das muss nicht unbedingt die Person sein, die am meisten mit ihm macht. Aber das ist so. Sie binden sich ganz besonders an eine Person. Allerdings lieben sie die ganze Familie. Und ich muss ehrlich sagen, mein Hund hat mit jeder einzelnen Person in diesem Haushalt eine ganz individuelle und eigene Beziehung. Es ist wirklich unglaublich. Und würde ich jetzt sagen, dass sie für Kinder geeignet sind? Also die sind herzensgut und wollen auch kleinen Kindern, sind sie absolut lieb. Allerdings sind sie manchmal Elefanten. Und dass ein kleines Kind umgerannt wird, drauf getrampelt wird, im Gefecht, das könnte passieren und da muss man sich auch wirklich bewusst sein, dass am besten die Kinder standhaft sind und ja, ihren Mann stehen können, dass sie halt nicht gleich umgeworfen werden. Das ist einfach so und sie meinen es aber nicht böse, aber es passiert. Sie sind dominant, also was versteht man darunter? Also ich sehe es nicht als dominant.
Ich sehe es als ihren eigenen, sie haben ihren eigenen Charakter und ihren eigenen Willen und einen sehr starken Willen. Und wenn sie anderer Meinung als du bist, dann wollen sie diesen Willen durchsetzen und auch ihr Ding durchsetzen. Und da hat man halt keinen Kadavergehorsam, den man vielleicht mit anderen Hunderassen erreicht, sondern wenn der Hund das nicht machen möchte, macht er das nicht und ums Verrecken nicht. Und da kommt wieder der erfahrene Hundebesitzer, der den Hund motivieren kann. Denn mein Hund arbeitet gerne mit mir zusammen. Das ist wie eine Partnerschaft, dass wir etwas zusammen machen. Von der Motivation her ist das absolut kein Problem. Aber er hat den eigenen Willen und hat nicht an seinem Herzen, dass er mir unbedingt gefallen möchte, unbedingt ja nicht negativ auffallen und ja vom Herzen her will mir gefallen. Das ist der Riesenschnauzer nicht. Der Riesenschnauzer arbeitet mit dir zusammen und ihr seid ein Team und macht Sachen zusammen, aber er wird immer seine eigene Meinung auch haben. Und als letzten Punkt stand dort in der Rassebeschreibung durchsetzungsstark. Und das ist auch so. Und das ist wirklich nicht einfach. Deswegen, da braucht man dieses Händchen. Ist man zu hart, dann macht er absolut dicht. Das kannst du vergessen mit dem Riesenschnauzer. Bist du zu lasch, wird er sein eigenes Ding durchsetzen und nicht auf dich hören. Und du brauchst halt diese, ja, du musst deinen Weg finden. Und das ist wirklich nicht einfach. Und ich möchte auch wirklich sagen, kein Anfängerhund, egal wie süß er aussieht, er hat enorm viel Kraft und ist kein Anfängerhund. Ist es aber ein Genuss, mit ihm zusammenzuarbeiten? Ja, nachdem wir unseren Weg gefunden haben. Ich habe aber auch viele, viele, viele Tränen geweint und viele Probleme gehabt. Nachdem er zum Beispiel mit 9 Wochen gebissen wurde, hat er angefangen, andere Hunde an der Leine anzubellen, weil er an der Leine gebissen wurde. Und das ist er bis heute noch. Ja, und da musste ich sehr, sehr hart ausprobieren, welchen Weg wir da gehen können. Ich habe es dann durch einen wunderbaren Trainer geschafft, der im Gebrauchshundesport aktiv ist und der wirklich viel Erfahrung hat. Und wenn ihr einen Riesenschnauzer habt, nehmt euch einen Trainer oder geht zu einem Trainer, der wirklich Erfahrung entweder mit Riesenschnauzern oder mit Gebrauchshunden hat. Denn die wissen am besten wirklich, was der Hund braucht. Ihr müsst trotzdem natürlich euren eigenen Weg gehen, euren eigenen Stil finden, aber holt euch Hilfe. Ich habe so lange selber dran rumgedoktert und bin nicht weitergekommen. Weil mein Riesenschnauzer jedenfalls, und ich weiß, dass der andere Riesenschnauzer auch, sie sind nicht leicht zu beeindrucken. Du hebst die Stimme und sie sagen, pff, mein Hund, der Sam, hat keine Angst vor Geräuschen, vor Feuerwerk. Er geht um 2 vor 12 trinken draußen. Er hat keine Angst vor Gewitter. Also mit Geräuschen oder einer lauten Stimme bringt das schon mal gar nichts. Absoluter Durchzug. Ich hatte Wasser probiert. Wasser beeindruckt ihn auch nicht. Also ihn beeindruckt eigentlich nicht viel. Und diese Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man in der Partnerschaft zusammenarbeitet und er Lust hat mit einem zusammenarbeiten, ist wirklich kein so ganz einfacher Weg, finde ich. Und mein Riesenschnauzer hat unglaublich viel Hüte-Charakteristika. Er ist ein unglaublicher hütefreudiger Hund und mit Schutztrieb. Er hat beides extrem ausgeprägt. Der andere Riesenschnauzer hat das nicht. Der hat diesen Schutztrieb, ist aber ein sehr gemütlicher und mäßiger Hund, der allerdings extrem dominant ist. Kann man dominant? Also er kommt in einen Raum und er ist einfach Chef.
bei anderen Hunden. Er braucht nicht viel machen, er ist wirklich Chef. Er muss auch nicht aggressiv daherkommen, sondern er ist es einfach. Es gibt einfach Hunde, die so viel Autorität ausstrahlen, dass er einfach Chef ist. Das ist mein Hund nicht. Mein Hund hat aber unglaublichen, ist ein Control-Freak und hat unglaublich viel Schutztrieb und Hütehund. Aspekte. So muss er alles kontrollieren, wenn er in eine Gruppe läuft. Es gibt keinen Streit, keiner darf jagen. Er passt auf die Gruppe auf, er hält sie zusammen. Silvester ist mal ein Hund weggerannt. Die holt er gleich wieder zurück. Nicht indem er drauf geht oder so, sondern er bellt sie an und schneidet ihnen den Weg ab und treibt sie wieder zurück. Und das ist richtig, richtig anstrengend auch. Das hat nicht jedes Individuum, aber sie können es haben. Meiner hat es zum Beispiel, der andere Riesenschnauzer hat das nicht. Einige Schnauzer habe ich auch schon gesehen. Ich habe zum Beispiel auch mit einem Mini-Schnauzer zu tun. Der hat ganz viel Jagdtrieb. Das kann auch durchbrechen, denn es wurde dieser Hund als Bauernhund genommen für so ziemlich alles. Also der sollte helfen, das Vieh zum Markt zu treiben, aufzupassen, ja, alles Mögliche. Das war halt ein Bauernhund und der hat so ziemlich alles im Petto. Und es macht ganz viel Spaß, mit diesem Hund zu arbeiten und einfach die Intelligenz und Klugheit des Hundes zu beschreiben, erzähle ich zum Beispiel eine Anekdote. Der Louis, der schwarze Riesenschnauzer, und Sam wollen beide einen Stock haben. Sam ist jünger und schneller und nimmt den Stock und rennt einfach weg. Louis rennt eine Weile hinter ihm her und merkt, naja, er wiegt ja auch 10 Kilo mehr und er ist älter, er kommt da nicht hinterher. Also bleibt er stehen und überlegt, nimmt sich ein kleines Ästlein und macht dieses kleine Ästlein unglaublich spannend für Sam. Sam guckt, was er da hat, lässt den großen Stock los, rennt und nimmt Louis den Ast ab und rennt weg, währenddessen Louis hingeht, ganz gemütlich, und sich den Stock greift. Das ist zum Beispiel eine Sache. Die denken immer mit und sind nicht böse. Louis hätte jetzt auch Sam zurechtweisen können und gib ihr den Stock endlich. Nein, 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 so sind sie nicht. Sie denken halt drüber nach. Immer und überall. Jetzt will ich noch eine Sache ganz kurz ansprechen zur Gesundheit des Riesenschnauzers. Ganz oft in den Beschreibungen steht, dass der Riesenschnauzer oder der Schnauzer eine gesunde Hunderasse ist. Das kann ich nicht unterschreiben. Sam hat Krebs und eine Nervenkrankheit und er wird nicht mehr lange leben und er ist jetzt 3. Und das erste Mal kam der Krebs schon mit 2. Da hatte er schon Krebs und wurde das erste Mal operiert. Louis, der andere Riesenschnauzer, hatte und hat immer noch mit seiner Verdauung unglaublich viel zu tun. Und er hat einen Nerv, der hinten sitzt und der Knochen wächst um den Nerv rum, immer enger. Und irgendwann wird es halt nicht mehr gehen, weil der Nerv einfach so stark abgeklemmt wird. Und aus meinem Einzeltraining habe ich gehört, gibt es einen Riesenschnauzer, der hatte auch gerade erst Krebs hier im Gaumen. Ich habe mit einem Tierarzt gesprochen und sie hat gesagt, dass also Schnauzer bekommen einfach irgendwann in ihrem Leben Tumore und die sind krebsartig und irgendwann sterben sie daran. Bei Sam ist es halt früher gekommen, aber ich kann einfach nicht unterschreiben, dass es eine gesunde Hunderasse ist. Das will ich auch unbedingt erwähnen, weil das steht in so vielen Büchern, das ist eine ganz robuste und gesunde Hunderasse. Das kann ich wirklich nicht so beschreiben. Was sie sind sehr wetterfest. Also wenn Sam arbeitet, ist es ihm egal, ob es 30 Grad sind oder ob es minus 20 Grad sind, ob es regnet. Er ist wirklich ein Naturbursche, er ist ein harter Typ und er macht gern, er spielt gern. Die andere Sache ist, beide von unseren Riesenschnauzern, der Louis und der Sam, sind sehr soziale Hunde. Sie mögen andere Hunde, Louis ist jetzt schon älter, der spielt nicht mehr.
Aber er akzeptiert eigentlich so gut wie jeden Hund. Und mein Hund sieht aus wie ein Riesenpöbler an der Leine oft, was wir jetzt langsam im Griff haben. Aber er ist eine unglaublich soziale Nudel. Er ist unglaublich nett zu Welpen. Ohne Leine im Spielen. Er spielt unheimlich gerne und passt sich allen Spielpartnern an. Auf ihr Spiel, er geht voll auf sie ein und ist ein richtig netter Hund mit anderen Hunden. Ich habe Pflegehunde hier. Es gibt nie Terz oder Tara, wenn ein anderer Hund in sein Territorium reinkommt. Das ist allerdings nicht immer so. Denn der andere Riesenschnauzer verteidigt schon sein Zuhause und auch seine Ressourcen. Also das ist auch ein bisschen individuell, denke ich mal, weil man hat ja nicht nur den Deckmantel Riesenschnauzer, sondern man hat auch noch das Individuum und das Individuum unterscheidet sich von einem anderen Individuum. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen. Louis ist so ein anderer Hund als Sam, obwohl die Grundbausteine und das Aussehen sehr ähnlich sind, sind sie aber vom Individuum ganz, ganz unterschiedliche Charaktere haben sie. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen. Also, wenn ihr Fragen habt, über mit einem Riesenschnauzer zusammenzuleben, für mich ist es eine ganz, ganz, ganz tolle Hunderasse, wenn man Hunde erfahren ist und man kann ganz viel mit diesen Hunden machen. Ein Beispieler ist mein Hund übrigens überhaupt nicht, auch kein allgemeiner Beispieler, auch der andere Riesenschnauzer ist kein Balljunkie oder irgendetwas, auch kein Spielzeugfreak, nie geworden. Ich habe gesehen im Internet, es gibt sehr spielzeugfreudige Riesenschnauzer, allerdings die haben wir nicht. Aber ihr könnt Fragen stellen, wenn ihr an einem Riesenschnauzer interessiert wollt, über die Rasse euch erkundigen wollt oder darüber nachdenkt. Fragt, es ist so viel besser, von jemandem zu hören, der selber einen Riesenschnauzer hat und ein paar Insider-Informationen zu bekommen, als nur die Rassebeschreibung, weil das wird dem überhaupt nicht gerecht. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und ein bisschen mehr über den Riesenschnauzer erfahren. Eine lustige Geschichte kann ich noch erzählen. Wir sind in einem Gebiet gelaufen, wo Schafe waren. Und da war ein Steckzaun, den man einfach nur reinsteckt. Und ich habe es dann abgemacht und mein Mann meinte, boah, pass auf, der wird über den Zaun springen. Und ich habe gesagt, nie im Leben springt der über den Zaun. Und das ist er auch nicht. Er hat den Zaun nicht gesehen und ist volles Rohr, da war er eins, volles Rohr in dieses Gehege reingerannt, mit dem Hinterbein an dem Steckzaun hängen geblieben und hat einen Purzelbaum praktisch in das Gehege von den Schafen reingemacht. Jetzt war er so beeindruckt von den Schafen, die Schafen standen schon alle an der Seite und haben nur eins vorgeschickt, das sollte mal gucken gehen. Sam wollte nur noch raus aus diesem schrecklichen Gehege und ist da den Zaun abgelaufen und hat sich gewundert, warum da auf einmal ein Zaun steht und wie er da wieder rauskommt. Wir haben ihn also rausgelockt, haben schnell den Steckzaun wieder reingesteckt und die Geschichte war vorbei, denn er hat keinen Jagdtrieb. Nicht wirklich. Aber er sucht oft einen Grund, warum er rennt. Ja, das ist so eine Sache. Meine Boxerhündin hat Runden gedreht, einfach nur, weil sie Lust hatte zu rennen. Das passiert meinem Hund nicht. Er sucht einen Grund zu rennen. Sagen wir, da ist ein anderer Hund, ein Mensch, ein anderes Tier. Aber es ist nicht so, dass er Jagdtrieb per se hat, weil wenn er keine Lust hat zu rennen, dann rennt er auch hinter keinem Vogel her. Dann läuft er sogar an der Ente vorbei, die neben ihm liegt oder sonstiges. Es ist ein bisschen anders. Also Riesenschnauzer sind einfach ein bisschen anders. Und wir haben das dann, haben ziemlich drüber gelacht. Wir haben dann von Weitem gesehen, andere Hunde sind an dem Schafszaun vorbeigelaufen und die Schafe sind ganz cool geblieben. Als wir mit Sam dann wieder vorbeigegangen sind, ich hatte ihn da aber an der Leine natürlich, sind die Schafe alle wieder in die Ecke gerannt. Sie haben alle gedacht, oh Gott, da kommt wieder der Verrückte und sind alle in eine Ecke gerannt. Ja, so eine Geschichten kann man halt mit einem
Riesenschnauzer durchaus erleben. Durchaus erleben. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns.